Was geht ab, meine lieben Freunde? CCDMX, Kriegs am Start und wir sind mal wieder zurück mit einer neuen Episode der Kriegs Stuntmania. Inzwischen ist es schon die 17. Episode, Leute. Gleich vorab, wir entschuldigen uns schon, dass letzte Woche Sonntag keine Episode rausgekommen ist. Wir haben es zeitlich einfach nicht hingekriegt, eine rauszuhauen. Deswegen aber diese Woche mal wieder keine Top 5, sondern gleich eine Top 10 Stuntmania. Und es sind mal wieder 10 richtig fette Stunts, also genießt die Show auf jeden Fall. 10 richtig geile Stunts und wir fangen direkt an mit Platz Nummer 10. Ich denke, es war jedem bewusst, ja, der Rocket Vaultic gehört definitiv in die Stuntmania und auf Platz Nummer 10 haben wir den ersten Rocket Vaultic Stunt von der Chicken Tomate XXL. Er benutzt hier die Rampe am Los Santos Airport und mitten in der Luft zündet er die Turbine des Rocket Vaultic und fliegt einfach mega krass durch die Luft und landet dann auf diesem Gebäude hier. Es ist zwar kein spektakulärer Stunt, aber definitiv ein super Platz 10. Weiter geht's mit Platz Nummer 9. Auch hier ist wieder ein Rocket Vaultic am Start, aber diesmal nur Komplize des Stunters. Der Stunter-Bombe wird hier von der Turbine des Rocket Vaultics mit seinem BMX einfach so heftig in die Luft geschleudert, dass der ein mega krasses Stück durch die Luft fliegt. Er macht nichts Spektakuläres mit seinem BMX, er fliegt einfach nur, aber dennoch ist es ein sehr interessanter und ein ziemlich cooler Stunt und deswegen auch ein verdienter 9. Platz. Auf Platz Nummer 8 haben wir Irish Brotherhood mit seiner Hakucho. Wir hatten schon echt lange keine Hakucho mehr in der Stuntmania gehabt. Immer waren es die Bartys oder die BMX-Fahrräder, aber hier mal wieder eine Hakucho. Er fährt hier auf jeden Fall sehr lange an, um so viel Schwung zu holen, bounce dann an diesem Zaun ab und landet einmal in diesem Park, fliegt aber direkt weiter, benutzt diesen Dreckshügel, um weiter zu fliegen und gleitet erstmal wieder durch die Luft, landet wieder auf dem Dach hier und bounce aber wieder ab und nach dem letzten Mal landet er ganz geschmeidig auf diesem Hochhausdach. Auf jeden Fall ein saugeiler Stunt. Er bounce insgesamt dreimal ab, bis der endgültig auf dem Dach landet. Platz Nummer 7 geht an Decision HD und wenn man vom Teufel spricht, er benutzt die Barty zum Stunten. Er fährt nämlich hier diesen gesamten Berg runter, um ordentlich Schwung aufzubauen. Er macht auch ordentlich die Wheelies, damit er auch gar keinen Schwung verliert, benutzt dann den Hügel, aber bounce eigentlich an dem Stein ab und gleitet mit seiner Barty, macht eine Zwischenlandung auf diesem kleinen Gebäude, um dann auf diesem Helikopter-Landeplatz zu landen. Auf jeden Fall ziemlich geil und definitiv ein verdienter 7. Platz. Platz Nummer 6 geht an Destiny Gaming. Er fährt hier über den Los Santos Airport, über diese ganzen Hüppel hier drüber. Schwung hat er auf jeden Fall schon ordentlich auf dem Tacho, bis er das erste Mal abbounced. Macht dann direkt noch einen Bounce an dieser Kante, gleitet ein bisschen durch die Luft und legt dann einen richtig heftigen Precision Stunt hin. Er landet auf dieser komischen Säule mit der Nummer 4 drauf. Auf jeden Fall saugeil und nicht Platz Nummer 4, sondern Platz Nummer 6. Wir sind bei der Halbzeit angekommen, Platz Nummer 5 geht an Kramix. Erst jumpt er hier über diese Mauer, geht in den Reverse Framebounce über und nach dem Reverse Framebounce geht er an die Wand und macht einen soliden Wallride. Dieser Stunt sieht vielleicht nicht so schwer aus, beziehungsweise sieht nicht so viel aus, aber hat es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren und dieser Stunt ist mega schwer und deswegen auch ein verdienter 5. Platz. Auch auf dem 4. Platz haben wir einen BMX-Stunt, diesmal von Claw Stunting. Er macht hier erstmal einen richtig sauberen Framebounce, jumpt damit nach unten auf den Parkplatz, macht direkt aber nochmal einen Framebounce, geht dann über in den Handlebar Grind, grindet damit bis in die Ecke rein und chillt erstmal dort ein bisschen, bis er dann ganz geschmeidig runterfällt. Auf Platz Nummer 3 haben wir diese Woche den roten Marston. Er benutzt hier dieses Gebüsch, um seitlich daran abzubouncen. Und nachdem er mit seiner Hakucho, die dafür bekannt ist, gut in der Luft zu fliegen, ordentlich durch die Luft geflogen ist, landet er einmal auf diesem Zwischengebäude hier, bounce dann aber wieder ab und fliegt am Ende auf die Lohnbank drauf. Definitiv ein verdienter 3. Platz und mal wieder eine ordentliche Leistung vom Marston.
Auf Platz 2 diese Woche haben wir gleich zwei Kandidaten, und zwar einmal den Gaussianer und seinen Kollegen Nightmare. Die fliegen hier beide mit ihrem einflügeligen Jet und legen eine richtig geile Action zu zweit hin. Genießt einfach mal die Show und lehnt euch zurück. Der Sieger der 17. Episode der Quick Stuntmania ist Magic Styler. Er fährt hier diesen Hügel herunter, um ordentlich Speed aufzubauen, landet aber bounced danach direkt wieder ab, fliegt ein richtig gutes Stück durch die Luft. Ihr denkt jetzt, er landet schon irgendwo, aber nein, er fliegt nochmal auf den Boden, benutzt dann diesen Dreckshügel, um nochmal abzubouncen, und nachdem er wieder durch die Luft geflogen ist, macht er am Ende einen richtig heftigen Precision Stunt. Das ist auf jeden Fall ein richtig heftiger Stunt von Magic Styler und deswegen auch der erste Platz der 17. Episode der Kricks Stuntmania. Und das war's auch eigentlich schon mit der 17. Episode der Kricks Stuntmania. Ich muss sagen, diese Woche waren richtig brutale Stunts dabei. Wenn ihr genauso empfindet wie ich, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich fand die einfach wirklich mega geil. Vor allen Dingen hatten wir diese Woche auch noch eine richtig gute Mischung dabei. Wir hatten den Rocket Voltic, wir hatten Bartis, wir hatten Hakuchos, wir hatten BMX, wir hatten sogar gleich zwei Jets nebeneinander am Start. Auf jeden Fall saugeile Episode. An dieser Stelle jetzt auch nochmal vielen Dank an jeden Stunter, der uns seine Stunts zugesendet hat. Und wenn du jetzt nächste Woche auch mit dabei sein willst, schick uns deine Stunts zu. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber noch eine kleine Information bezüglich der Stuntmania. Bisher hatten wir das ja immer so geregelt, dass wir versucht haben, jede Woche Sonntag eine neue Episode hochzuladen. Jetzt haben wir uns aber mal darüber Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns die Wochenenden eher für die Streams frei halten. Denn wie auch jeder normale Mensch haben auch wir am Wochenende am meisten Zeit, und diese Zeit wollen wir auch teilweise nutzen, um dann zu streamen und euch damit zu unterhalten. Denn die Streams machen uns in letzter Zeit persönlich sehr viel Spaß, und deswegen haben wir uns auch vorgenommen, etwas öfter zu streamen, auch in der Zukunft. Und deswegen haben wir uns gedacht, laden wir die Stuntmania nicht mehr sonntags, sondern eben mittwochs hoch, dass wir eben die Wochenenden für die Streams frei haben. Ich denke mal, für die harten Stuntmania-Fans sollte das überhaupt kein Problem sein, ob die Stuntmania jetzt Sonntag oder Mittwoch kommt, egal. Das bedeutet aber im Gegensatz nicht direkt, dass wir irgendwie jetzt weniger Videos machen oder so, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, wir möchten jetzt an den Wochenenden streamen und zwischen der Woche natürlich immer noch täglich uploaden. Wir versuchen das zumindest, aber wenn wir das irgendwann nicht hinkriegen sollten, nimmt uns das auf jeden Fall nicht übel. Wir sind auch nur Menschen. In der Woche werden also wie gesagt immer noch ganz normale Videos folgen, wie bisher auch. Also seien es Paintjob-Videos, Loser-Challenges, Custom-Map-Rennen, Experimente oder irgendwelche Glitches. Ganz egal, wir haben ordentlich noch was in der Tasche. Und am Wochenende kommen dann eben Streams. Da werden wir auch wieder alles mögliche streamen. Es ist egal, ob es ein Tuning-Treffen ist oder ob es eine Loser-Challenge ist, wie gesagt ein normales Rennen, so wie bisher nun mal eben auch. Falls wir es mal natürlich nicht hinkriegen sollten, an einem Wochenende zu streamen, wir sagen euch natürlich dann auch immer Bescheid, wir kündigen das auf Facebook, auf Snapchat und so weiter an, damit ihr auch immer Bescheid wisst. Das heißt aber, wenn wir mal keinen Stream hinkriegen sollten, ist das auch nicht weiter schlimm, dann überlegen wir uns natürlich vorher schon mal was, damit wir euch trotzdem an diesem Tag unterhalten können. Das heißt natürlich, dann produzieren wir irgendein Video vor oder machen irgendwas anderes, aber wir lassen uns definitiv was einfallen. Um welche Uhrzeit genau wir streamen werden, können wir euch noch nicht direkt sagen. Also ihr könnt euch keinen festen Termin in den Kalender schreiben. Wir können euch aber dennoch sagen, wie gesagt, an den Wochenenden, und es wird dann irgendwann spontan geschehen. Wir werden euch aber rechtzeitig informieren, und rechtzeitig kann nun mal eben auch etwa 30 Minuten vor dem Stream sein. Natürlich werden wir versuchen, das wirklich rechtzeitig anzukündigen. Das heißt etwa 2-3 Stunden vor dem Stream, damit ihr auch immer Bescheid wisst und gegebenenfalls auch irgendwas absagen könnt. Und das waren auch eigentlich schon die Infos bezüglich unserem Kanal, beziehungsweise damit ihr einfach mal so einen leichten Überblick darüber habt, was wir uns in diesem Jahr erstmal vorgenommen haben. Das kann sich natürlich noch in Zukunft ändern, aber das ist so erstmal der Vorabplan. Wir haben uns dazu entschieden, die Infos in die Stuntmania-Episode reinzupacken, da es einfach hier reingepasst hat, auch thematisch, denn es hat ja auch immerhin mit der Stuntmania zu tun gehabt. Und das war's auch eigentlich schon mit der Stuntmania und mit den ganzen Informationen. Es wurden doch echt schon ganz schön viele Informationen
schon, aber die mussten einfach mal raus, damit ihr auch ein klares Bild von der ganzen Situation habt. Und das war's auch schon wieder mit dieser Episode der Creek Stuntman hier gewesen, meine Freunde. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst doch einfach ein Like da und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, könnt ihr uns oben rechts auf dem Profilbild abonnieren. Und links und unten rechts findet ihr unsere letzten Videos und die Social Media Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.